Jo Leute, was geht? Der Gusur ist am Start. Wir haben natürlich Update Loot und den wollen wir natürlich auch haben. Und dann geht's hier los. Wir greifen an. Etwas über 3K gibt's im dunklen Bereich, wollen wir haben, weil ich will hier meine Queen auch noch so ein bisschen versorgen mit neuem Stuff. Und dann wäre das halt ziemlich geil. Ansonsten, update-mäßig, wie gesagt, gibt es ja für mich in dem Bereich nicht wirklich so viele Sachen, die halt dazugekommen sind, beziehungsweise sich geändert haben. Grafisch ist wirklich sehr, sehr viel verändert worden, finde ich. Eigentlich irgendwie fast alles. Aber nicht unbedingt zum Schlechten. Also mit dem Bauarbeiter gefällt mir, dass man halt eben sieht, wo die halt eben gerade zu machen sind und so weiter und so fort. Also das finde ich ziemlich geil. Die Queen wird garantiert rauslaufen. Komm, ja, genau. Sehr gut gemacht, Baba. Sehr gut gemacht. So, jetzt killst du bitte die Queen, die gegnerische. Ja, yep, das läuft auch bei uns. Aber trotzdem, denke ich, wird die Queen draußen rumlaufen. Die wird sich hier das Armee... Nein, sehr geil. Sie ist die allerbeste. Mir gefällt sie von allen auf jeden Fall am meisten. Ansonsten wäre der Loot nämlich gar nicht so fesch gewesen. Der Rest war jetzt nicht so doll. Hier habe ich ja die beiden Goldlager schon mitgenommen. Aber das war ja jetzt nicht so der Brüller. Aber ich dachte mir halt wirklich, 3,2k kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe natürlich mich jetzt nicht irgendwie hier schick gemacht, wie ihr es halt kennt. Ich bin halt so ein kleines Einhorn. ja. Passiert mir natürlich in meinem Alter trotzdem leider auch noch. Also ich habe das ja schon mal angesprochen, weil immer vorher schon mal jemand gesagt hat, oh, hier bei einem anderen Video, das sieht man ja sonst in der Facecam halt relativ schlecht, oh, woher hast du die Narben im Gesicht? Man sagt ja auch, ja, richtig viel Akne früher gehabt und da, ja, hinterlässt es halt auch Spuren. Also es ist nicht nur, wenn ihr jetzt sagt, oh, hier, ich bin, was weiß ich, 7., 8. Klasse oder sowas, das ist ein Problem. Nein, das kann einen auch gerne später noch, ja, verfolgen. Bloß mal so. Nebenbei sehen wir hier natürlich auch die Zeit. Das heißt, die vergeht natürlich nicht schneller, aber es ist einfach nicht mehr so viel davon da. Das heißt, wir sind ja jetzt bei 3 Minuten, die wir nur noch für einen Angriff haben. Aber wie gesagt, ich hatte das ja im letzten Video schon gesagt. Wenn man das in den 3 Minuten nicht auf die Reihe gebracht hat, dann braucht man auch den Queen Walk meiner Meinung nach nicht machen. Zu dem Zeitpunkt sollte man dann schon das Dunkle in Sicherheit gebracht haben und dann passt das auch. So, 22 Sekunden, das passt. Hier kriegen wir noch das Gold. Und dann läuft das ganz chillig. Den Rest kriege ich hier natürlich leider nicht mehr. Die 1,3k. Aber plus den Bonus bin ich ja trotzdem bei um und bei 3k, die ich halt gezogen habe. Und dann läuft das. Brechen wir mal ab. 1, na, nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz. Nein. Etwas, ja, mit dem Bonus auf jeden Fall. Da können wir uns natürlich dann auch wieder eine Mauer gönnen. Das ist natürlich ziemlich cool. Zack, zack. Mauer gegönnt auf jeden Fall. Und dann ist mein Ziel, wie gesagt, die Queen halt auch nochmal zu uppen. Das wäre ziemlich geil. Ansonsten sieht es natürlich mauertechnisch hier auch echt schon mega nice aus. Also wirklich, das wird immer besser. Ja, die Videos kommen ja jetzt so ein bisschen zwischen hin und her und wie auch immer. Da habt ihr den Push ja noch mit meinem anderen Account gesehen. Felix. Und das sieht gut aus. Das sieht hier mal richtig, also sieht man schon all 10er Mauern. Das ist schon mal richtig mega nice. Auf jeden Fall. Und dann darf sowas sein. Ich guck mal gerade hier, das wurde auch... Also es wurden wirklich schon ziemlich viele Sachen geändert. Also wirklich grafisch natürlich irgendwie alles. Also wirklich, es gibt irgendwie nichts, was nicht geändert wurde. Doch, der Bogiturm ist gleich geblieben und der Magierturm. Aber die sind natürlich von der Stärke her anders geworden. Die sollen ja wirklich um einiges mehr splashen. Mal gucken, ob noch einer einen richtig fetten Mini-Queen-Walk... Ja genau, gucken wir doch mal rein. Na, hier wäre natürlich auch Barge gut gewesen, klar. Aber ein Teil Barge hast du ja hier gemacht. Ah, auch das geändert. Okay, cooles Ding, cooles Ding. Das sieht man halt wirklich alles gar nicht in einem Video nur, beziehungsweise, ja, in einmal 10 Minuten oder sowas kann man das gar nicht alles erst erfassen. Das merkt man erst nach und nach. Aha, da hat sich was geändert. Das und das ist auch noch geändert worden. Von daher ist das natürlich ganz, ganz cool, dass man immer wieder in einem Video dann was Neues erkennt und sieht und wie auch immer. Schönes Ding, die wird schön rau draußen rumlaufen, hoffen wir mal.
Sollte aber auf jeden Fall. Warum hier nur so wenig Heiler? Hier würde ich noch ein bisschen mehr raushauen. Aber vielleicht sagst du ja auch, gut, okay, komm, es ballert jetzt gerade nicht so viel auf die Queen. Da passt das. Aber ansonsten sieht das hier echt nice aus. Also, ja, genau. Also ist Gold schon mal geholt komplett. Jetzt noch ein bisschen Alex ziehen auf jeden Fall. Und außenrum halt, ganz genau. Easy peasy, genau, klar. Ist jetzt nochmal critical? Nee, passt. Einwandfrei. Läuft. Easy going. Super. War doch ganz nett. Ich meine, 600k. Warum nicht? Nimmt man doch gerne mal mit. Wenig Tru für Truppen ausgegeben. Einwandfrei. Guso, mach mal bitte eine Doppelriesenbombe in deine CW-Base. Ach so, okay. Ja, das wird auch noch umgestellt. Ganz genau. Ja, richtig. Weil ich bin ja im CW. Ich bin wieder mit dabei. Layout anpassen, gucken wir mal. Das ist eventuell gar nicht so verkehrt, eine Doppelriesenbombe reinzutun. Tesla packen wir erstmal einfach hier rein. Egal. Und dann würde ich sagen, hier eine Doppelriesenbombe rein, weil das sieht, denke ich mal, gar nicht so verkehrt aus hier, wenn die von hier reinkommen. Da lang, das sollte ganz, ganz nett kommen hier. Ansonsten bin ich mit der Base eigentlich ganz gut zufrieden. Also die geht ganz, ganz gut ab. So, ansonsten, wie gesagt, mauertechnisch richtig, richtig, richtig nice. Nee, Layout kopieren ist totaler Blödsinn. Layout anpassen. So, zack, alle löschen. Und 182 haben wir uns mittlerweile gegönnt. Und so muss das auch sein. Wir haben am Freitag frei und am Montag frei. Und somit bin ich am Donnerstag nicht in Hamburg, beziehungsweise penne am Donnerstag nicht in Hamburg und auch am Montag nicht. Das heißt, mir fehlen 2 Videotage. Das heißt, ich will euch auch noch ein bisschen was geben und somit muss das natürlich alles heute über die Bühne laufen. Mal gucken, wie das so passt. So, das war es erstmal auch von mir. Ja, die nächsten Videos folgen dann wieder und ich denke auch wieder von dem Account. Und ich hoffe, dass ich es heute auch wieder hinkriege, auch noch was Clash Royale aufzunehmen. Aber das seht ihr dann ja in den nächsten paar Folgen. Reingekloppt, bis dann, ciao, ciao.